Oh, guter Pass auf Raoul. 2-2. Ibisevic 1-0. Groß Kreuz. 3-0. Tor! 90. Willkommen hier am Stadion am Müller-Tor zum Spiel St. Pauli gegen Union Berlin. Ja, diese Partie verspricht viel, die zwei Außenseiter in den Gruppen, die aber leider schon ausgeschieden sind. Union ausgeschieden mit einem Punkt, Ziggy Set Space gar mit 0 Punkten, aber das kann man ja alles noch verbessern. Denn Zwingy Setsbase hat auch ein Spiel ausgesetzt. Es ist sein drittes, hat er noch eins, aber es würde nicht mehr reichen. Da sehen wir St. Pauli Hellspells. Kolk, Benjamina, der Torschütze gegen Schalke. Schalke in der 90. Minute. Das hat Schalke zwar auch nicht gereicht. Bei einem Unentschieden sind beide Teams ausgeschieden, also Schalke und Union. Aber Union hätte bei einem Sieg nicht noch Chancen gehabt. Da hat Schalke dann ausgeglichen. Anstoß, St. Pauli. Ralf Gunesch, ja. St. Pauli doch schon überraschend hier mit 0 Punkten. Heute gegen Union sind sie für mich doch schon noch Favorit. Obwohl sich Union doch besser aus der Affäre gezogen hat in den Spielen. Nicht sehr hoch verloren, selbst gegen die Bayern war es ja ein 4-0. Oh, da hat sich unser Dominik da mal ein bisschen verschätzt. Tut mir leid, dass ich das jetzt zu dir sagen muss, aber du hast dich wirklich verschätzt, denn Imonoschi hat ja 2 Punkte. Weil er hat ja gegen Bayern... Ah nee, das war ein 2-0, das war jetzt mein Fehler, oh Gott. Ich habe jetzt an das Spiel Dortmund gegen Dings gedacht. Das war jetzt mein Fehler, aber jetzt habe ich das daneben gehauen. Jetzt kriege ich Ärger von Dominik. Die Union waren unentschieden. Also, ein Punkt war es ja, weil ich habe da jetzt das daneben gehauen. Jetzt habe ich Bildschirminhalt wieder ausgestellt, weil ich unten drüber schauen wollte. Wird jetzt wieder angemacht. Komisch, jetzt ist das Bildschirm halt, jetzt geht's. Vorhin ging es nämlich nicht, komischerweise. Maduni. Tomik, Benjamina, klasse. Kolk. Santi, Kolk. Ujipka. Und dann kann es wieder hinrum rausgehen. Macht da noch ein paar Infos zu unserem Fancup. Ja. Ja, also, ja, die Videos gibt's natürlich. Ja, und die Tabelle ja auch in einem Video sehen. Du musst dir ein bisschen unter die Arme greifen wegen meinem Schnupfen. Deswegen. Okay. Santi Gold. Ich kann weitestgehend alleine, ich sag dir, Wattenhilfe. So, jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt mal einen Schluck von meiner heißen Zitrone trinken. Okay, aber es ist ein kleines Problem jetzt für mich, weil ich bei mir stockt das immer. Das ist Mosquera, wie ich das sehe. Boll dazwischen. Bartels jetzt. Bartels hat schon gelb. Ja, das haben wir alles gar nicht mitbekommen. Kol, guter Schuss. Ja, Kol. Gut gehalten von Kessler, Michael Kessler, der Keeper von St. Pauli. Richtig gute Parade und was für ein guter Schuss von Kolk. Kolk, der Maßschneider, kann ja so gute Standards. Aber Schuralu kann besser. Das wissen wir jetzt. Idee? Seitfalls hier Idee. Kessler hat ihn. Eppers. So, Bartels jetzt. Es wäre ja für Imonoschi, wie ich das jetzt so sehe, das letzte Spiel, ne? Er hätte ja dann schon drei.
gegen Dortmund 2-1, gegen Bayern 0-2 und gegen Schalke 1-1. Das ist ja das letzte Spiel von Imonoshi, von Zwickis Let's Plays ist es nicht das letzte. Von ihm werden wir danach noch eins sehen, weil er hat im ersten Spiel ausgesetzt. Am ersten Spieltag, meine ich. Utypka. Deswegen, Union will sich hier gut aus dem Turnier verabschieden und wenigstens auf Platz 3 kommen. Das ist schon mal noch was Gutes. St. Pauli ist, also es sieht gut aus. Mal schauen, wer hier auf Platz 3 kommt. St. Pauli mit Chancen. Es geht zwar um nichts mehr, aber trotzdem, Kampf um Platz 3 ist doch noch normal. Da habe ich dann doch einen Fehler gemacht. Denn, Imonoshi hat tatsächlich 2 Punkte, weil gegen die Bayern war das auch ein 0-0. Nein, das und war 0-2 für Bayern. Du kannst gerne nachschauen. Nein, ich hab gerade nachgeschaut. Bayern gegen Union 0-0. Nee, ich zeig das nach Halbzeitpause, dann werden wir sehen. Du musst sehen, ich habe recht. Das war das Spiel. Wir werden das dann in der zweiten Halbzeit ausdiskutieren. Ich schau da nochmal. Wir warten bis zur zweiten Halbzeit, dann lösen wir das Ganze auf. Ich schicke dir dann den Link. Dann wirst du sehen, Ende der zweiten Halbzeit 0-2. 0-0. Ich zeig das dann. Pass auf. Ich zeig das dann. Ist schon alles richtig. Pass auf. Und Berlin gegen den FC Bayern München 0-0. Ich habe gerade das Video angesehen. Ja, und Berlin. Ja, das stimmt ja. Jetzt habe ich wieder auf Zwickis Let's Plays Sicht. Du hast doch gesagt, St. Pauli gegen Bayern. Das war nein, habe ich nicht. Du hast doch. Das zeige ich dir dann. Du hast gesagt, St. Pauli Bayern war 0-0. Das war nämlich ein 2-0 für St. Pauli. Deswegen, du hast gerade nachgeschaut. Das ist nämlich gesagt, St. Pauli gegen Bayern. Jetzt wissen wir den Fehler. Ich habe Union gesagt. Nein! Doch, habe ich. Ich konvertiere das danach mit Windows Movie Maker. Dann wirst du sehen. Das machen wir dann ganz schnell in der Halbzeitpause. Ich kann ja wohl lesen. Ich tue dann hier vorne ran. Jetzt ist Halbzeit. Ebbers Tor. War aber abseits. So ist das. Ja, eigentlich hätte es zählen müssen, das Tor. Unverständlich. So. Da habe ich mich tatsächlich vertan. Dann hat Imonoshi 2 Punkte. Es reicht aber für ihn trotzdem. Also. Es würde aber auch ein Sieg nicht mehr für Platz 2 reichen. 0-0 zur Pause. Bis dahin. Ciao.